Philipp Lahm, guck das an! Was macht der? Wow. Yo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Challenge hier auf unserem Kanal. Und ja, wir sitzen wieder vor der Konsole. Hi Freunde, was geht? Und heute mal was anderes. Wir spielen heute, ich glaube, das erste Mal in unserem Leben PES gegeneinander. Und ja, wir haben die Demo hier und Patrick wird Brasilien nehmen, ich werde den FC Bayern nehmen und ja, der Gewinner hat sich was, ja, der wird es gut haben, sag ich mal. Ja, weil wir können auch nicht mehr so oft PES spielen halt. Ja, also, das stimmt, und ja, der Verlierer muss einen Shake von dem Gewinner trinken, wo er nicht weiß, was da reinkommt. Und ja, Patrick, sein Bruder Pascal und der Lars sitzen ja auch noch. Seht ihr jetzt nicht. Seht ihr jetzt nicht, aber die werden dem Gewinner dabei behilflich sein, diesen den Mix zusammenzustellen und werden da ihre kreativen Einflüsse beisteuern. Und ja, wir hoffen, dass das Video euch gefällt. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen hoch und vergesst nicht zu kommentieren, wer ist für euch der Gewinner in diesem Video mit Patrick oder Meti. Und ja, dann legen wir auch schon fast los. Machen wir die Mannschaftsausstellung und dann gehen wir rein ins Spiel. Ja. Und dann geht der epische Fight weiter, Freunde. Los geht's. So, Freunde, wir sind jetzt hier am Start. Ohne Scheiß, unser erstes Spiel jetzt wirklich gegeneinander. Wir haben vorher nicht gespielt, deswegen, es wird jetzt hier ein richtiger Grottenkick-Off vielleicht. Ach ja, man kann ja nur mit der Starttaste skippen. Ja. Ey, das sieht ein bisschen aus wie so ein Manga. So, ich bin Brasilien und Meti ist Bayern. The Bayern. Oh mein Gott. Oh, was mein Boss? Arjen! Robin! Was? Thomas! Oh, Junge, ich dachte, der kommt nicht. Alter, was ist denn das für... Ganz stark, Müller. Oh mein Gott. Jetzt fangen sie an zu zaubern. Oh. Robin, ganz stark. Rafinha! Oh mein Gott. Nein! Was mache ich? Mein Gott! Ja! Das war krass! Das war krass! Robert Lewandowski! Oh, oh, oh! Robert Lewandowski! Oh, oh, oh! Ich brauche nicht mal zu schießen, Freunde! Junge, und denke, nein! Geil! Ich wollte sweaten! Guck dir an! Ich hab gepasst! Ich hab Tor ins Tor gefasst! Was soll ich dazu noch sagen? You mad, bro? Why you mad, bro? Freunde, was macht der? Der fliegt hin wie ein Idiot, das Mann! Das war der Pass seines Lebens, Junge! Oh, jetzt kommt das wieder, ey! Ja! Ja, mach mal weg, Niti! Ja, ich weiß nicht, ich hab nichts gedrückt! Was geht da? Oh mein Gott. Soll ich mit Kurve Schnitt spielen oder was? Ja, träum doch. Muss man auch mal was probieren, oder? Lewandowski ist nach seinem Pass eben. Übrigens, mein erster Schuss. Das war ja kein. Ach ja, stimmt. Ja, eben, das war kein Schuss. Arjen! Boah, der war ganz schlecht, ey. Der war nicht schlecht. Halbzeit, oh mein Gott. Ganz wichtige Halbzeitführung, ihr Freunde. Zieh mit Philipp Lahmer ab, ich schwöre, das ist so krass. Da geht er! Thiago Alcantara! Thiago! Thiago! Nein, was machst du denn? Robin, hol dir! Nein! Alter, kommt kein Pass, aber was ist das denn? Ich krieg direkt vom Lars einen Anschiss, weil ich nicht mit Lahm geschossen habe. Oh mein Gott. Robin! Ich würde ja gerne einen Buddy-Fan machen, ich weiß auch nicht, wie es geht. Oh, der kommt sehr gut! Oh mein Gott, du was! Was ist da los, ey? Das sah so aus, als ob der Schiri irgendwas sagen will. Der einen Raum sieht ein bisschen aus wie der Michael van Gerben. Nein, aber wie scheiß Lord Voldemort. Gerb! Schiri, wo rennst du denn da oben rum, Junge? Bleib da einfach mal stehen! Oh, ganz komm, klar, aber... Nein, der kommt gut. Boateng. Hoch. Abseits. Nehmen! Abseits. Och, komm, ey. Ja, Freunde, nicht mehr lang. Alle suchen Philipp Lahm. Und da wird er geletzt. Kann er auch freischießen? Scheiße, ich probier's einfach mal. Philipp Lahm. Muss er verletzt runter. Nee, wie kann man den Schützen wechseln? Da. Schützen, man. Ey, der ist verletzt! Das geht nicht! Ja! Oh mein Gott. Hauptsache, Xabi Alonso hat Genauigkeit 99. Echt? Ja, stand da gerade. Alter, halt ihn doch fest, ey. Spieler wieder bereit, Philipp Lahm, ich brauch den Freischuss nochmal. Oh! 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 Müller! Foul! Ah,
Ich wollte dir nur einen Freischuss geben, was er noch kurz noch an. 71 hat er Freischussbewertung. Am besten stellt sich die ganze Mannschaft hier in die Mauer. Komm, wir gehen auch da irgendwie hin. So, Freunde. Philipp Lahm. Philipp Lahm. Ja. Er hat nicht so viel Guckt euch den Kopf schaut an. Oh mein Gott, Philipp Lahm. Guckt es an. Everybody was Kung Fu fighting. Macht er. Mit der Sohle kickt er den mal ein. Mit der Sohle gibt er den mal einen Kick. Oh mein Gott, Philipp Lahm, Fußballgold. Ja! Da ist das Ding! Sorry, Mann. Das war so ein Scheißspiel, das kannst du eigentlich gar nicht hochladen. Pech, Mann, Pech, Pech ist Pech. Also ich, bei mir dreht sich der Magen gerade nicht so, aber hoffentlich bei dem Kollegen gleich. Wir schauen mal, was wir in der Küche finden. Ja. So, Freunde, wir sind jetzt in der Küche und legen jetzt mal los. Der Patrick kann nichts sehen. Und wir schauen mal, was wir so finden. Übrigens, das Glas ist hier, ne? Wir schauen mal, was wir hier in unserem Glas so alles jetzt reinbringen. Ohne dass der Patrick was mitbekommt. Wir haben hier, ohne Produkte zu promoten, ja, ein bisschen schon, ne? Ey, könnt ihr mir einen Gefallen tun, könnt ihr ein bisschen Eiweißpulver mit rein, da habe ich mich was davon. Nein. Das kontert was so dieses Jahr. Um die Farbe ein bisschen nach vorne zu bringen, habe ich hier noch was. Na, soll man das auch? Nee, das ist ja was Gutes für ihn. Er will ja auch. Ne? Ja, man kann es auch mal probieren, weil es ist ja schon auf, ne? Da will man ja der Oma auch unterstützen, dass er doch mal leer wird. So, das ist ja auch was Feines, was jeder wahrscheinlich zu Hause hat. Ja, wer mag es auch, oder? Wer mag das hier nicht? Wer mag das nicht? Oh. Was ist das? Also, wie ihr sehen könnt, diese Kreation ist einzigartig. Und vielleicht kann man es auch demnächst in McDonald's oder so zum Essen ordern. Gib her. Wie ihr sehen könnt, habe ich schön ein paar Verzierungen mit reingemacht. Das war jetzt nicht so geplant, aber das da drin. Oh, darf ich auch mal riechen? Darf ich auch mal riechen? Mann. Oh Gott. Ja. Wir riechen gerade noch hier da dran. Riech am besten dran. Riech da dran und versuch zu erraten, was drin ist. Mein Freund muss das jetzt hier. Am besten exe das. Also ich will mit nicht okay, an. Okay, also ich kann. Was sagst du? Du wolltest nicht dran riechen. Warte. Was kannst du denn rein rausriechen? Das riecht man ja schon. Also es riecht auf jeden Fall Milch. Echt? Das ist wahr, Alter. Alter, was hast du für Kruste? Wie sind deine Gefühle gerade? Meinst du, kriegst runter oder ja, nicht? Ja, warte, ich mach's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nein. Oh mein Gott. Was wollt ihr, Mann? Deal with it. Boah, Alter. Alter, da ist noch was drin. Und ja, ja. Aber hier. Man muss auch honorieren. Respekt, wirklich. Ja. Also ich denke, das hat einen Daumen hoch verdient, so wie der da drunter gehauen hat. Ey, hätte ich nicht gedacht. Ex oder Engländer, Mann, war auch scheiße. Ja, war echt Respekt, aber muss ich einfach sagen. Ich bin sprachlos schon fast. Oder? Ja, wir können ja noch eins machen. Wir müssen nochmal die Rezepte nochmal, muss man nochmal aufschreiben, damit der es nochmal nachmachen kann. Also, lasst einen Daumen hoch da für den Patrick. Und ich glaube, der war schon interessanter als das Pestgame. Jetzt habe ich einfach abgefangen. Ja, hol dich rum. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, falls ihr Ideen habt, in die Kommentare. Und wer ist für euch der Gewinner der Herzen? Ja, ich hoffe ich. Ich glaube, also ich würde auch mit Patrick gewinnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das letzte Wort hat aber der Lars, ne? Nö.